Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Hier möchte ich dir zeigen, wie du MetaMask installierst, falls du es noch nicht hast, und wie du dann die Binance Smart Chain integrierst und dann einen Token hinzufügst. In diesem Fall also den Trade for Five Pre-Token. Wir fangen also an. Ich habe jetzt mal hier meinen Firefox geöffnet, weil hier ist MetaMask bisher noch nicht integriert. Wir starten also direkt, komplett neu. Das erste ist, du gehst in die Erweiterungen deines Browsers. Das geht auch natürlich bei Edge, Chrome, Brave, überall ist das möglich. Und du gibst in der Suche ein, du möchtest bei den Erweiterungen, halt stopp, wir müssen hier in die Erweiterungen reingehen. So, und dann gebe ich ein MetaMask. So, ich lasse ihn suchen. Suchergebnisse. Und hier ist MetaMask. Den kleinen hier brauchen wir. Einmal draufklicken. Und MetaMask, alles ist fein, zu Firefox hinzufügen. Oder zu Chrome hinzufügen, zu Brave hinzufügen, zu Edge hinzufügen. Dann kommt hier nochmal eine Abfrage. Wir sagen weiter hinzufügen. Das können wir auch für private Fenster freischalten. So. Das sollte jetzt schon passiert sein. Ja, hier arbeitet er noch. Okay. Ich habe es jetzt also lange nicht mehr gemacht, weil ich es auf meinen Standardbrowsern, die ich nutze, überall schon fertig habe. Aber für dieses Video halt hier nochmal ein komplett neuer Einstieg, dem ihr dann nachfolgen könnt. So, Nutzungsbestimmungen bestätigen und in dem Falle machen wir jetzt keine Wallet importieren, sondern sagen eine neue Wallet erstellen. Dann kommen hier ein paar Abfragen, denen stimme ich zu. Jetzt möchte er von mir ein Passwort haben. Das gebe ich hier ein, es wird bestätigt. Nochmal bestätigen. So, hier wird bestätigt, dass MetaMask dieses Passwort nicht wiederherstellen kann, also ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr euch, da müsst ihr euch sicher sein. So, dann eine neue Wallet erstellen. Nein, natürlich speichern wir diese Dinge nicht im Browser. Jetzt kommt hier die Wiederherstellungsphrase. Also ihr geht bitte auf jeden Fall hier meine Wallet sichern und empfohlen. Dann bekommt ihr einen Wiederherstellungssatz aus 12 Wörtern. Den bitte unbedingt, ganz, ganz wichtig, separat abspeichern, aufschreiben, ausdrucken, in die Schublade legen, in irgendeinen Ordner abheften, wo ihr ihn wiederfindet. Weil wenn euer Wallet-Zugang mal verloren geht, wenn ihr auf einem neuen PC oder Smartphone MetaMask installieren möchtet, um eure Daten dort zu übernehmen oder fortzusetzen mit eurem Wallet, braucht ihr unbedingt diese 12 Wörter. Ansonsten sind sämtliche Guthaben in eurem Wallet verloren. Da ich dieses jetzt hier nur zu Testzwecken mache und wir hier kein Guthaben drin haben, ich diesen Schritt also überspringe, sage ich hier später erinnern. Ja, ich bestätige das jetzt in meinem Falle noch einmal. Bitte, ihr geht direkt auf diese Sicherungsvariante. Okay, so. Ich schaue noch mal eben hier rein. Erweiterte Einstellungen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Okay, er gibt mir hier schon bestimmte Dinge vor, die aktiviert sind. Phishing erkennen, ja. Smart Contracts dekodieren, ja. Genau, das ist hier ganz wichtig. Erweiterte Tokenerkennung aktivieren, da geht ihr bitte auf ein Ja.
So, das ist also noch wichtig. Wählen Sie Ihr Netzwerk. Das lassen wir im Moment erst einmal so stehen. Das ändern wir nicht. Und alles andere ist auch eingeschaltet und bestätigen auf Fertig. So, MetaMask abgeschlossen. Sicherheitsbenachrichtigungen und. Das können wir jetzt aktivieren. Ich lasse das in dem Falle. Das sieht so, try. Das ist, kann weg. Und hier bin ich jetzt bereits in MetaMask. So. MetaMask startet also standardmäßig mit dem Ethereum-Netzwerk. Diese Adresse, die hier oben seht, gilt für alle eure Netzwerke. Das ist das Vorteilhafte bei MetaMask. Egal in welchem Netzwerk ihr unterwegs seid, und MetaMask nutzt, ihr habt immer die gleiche Wallet-Adresse. Also ganz wichtig. Nun geht es darum, dass wir mit Trade for 5 zum Beispiel in der Binance Smart Chain arbeiten. Also müssen wir ein neues Netzwerk hinzufügen und dann gehen wir, also nochmal kurz, wir klicken hier auf dieses kleine Häkchen so und sagen Netzwerk hinzufügen. Und jetzt haben wir hier eine große Auswahl an Netzwerken, die wir suchen können, beziehungsweise in die Suche gehen können. Die wichtigsten Netzwerke sind bereits hier und wir brauchen BNB Chain. Das ist das, was wir benötigen und da brauchen wir nur hier den Hinzufügen-Button klicken. So, das, was wir jetzt hier sehen, können wir alles genehmigen. Das ist korrekt und richtig. Und jetzt fragt er uns, ob wir zur BNB Chain wechseln wollen. Hier unten sehen wir erfolgreich hinzugefügt. Ich sage natürlich ja, wir wechseln in die BNB Chain. Und ihr seht, hier oben springt er jetzt um. Ihr seht hier, die Wallet-Adresse ist identisch geblieben, wenn ihr die Endungen beachtet. Und er zeigt uns natürlich, okay, wir haben gewechselt, verstanden. Er zeigt uns jetzt hier an, dass wir in der BNB oder auf der BNB-Chain sind. Natürlich, klar, es ist noch nichts eingezahlt, 0 Dollar Guthaben, BNB. So, nun wollen wir Token importieren. Das heißt, als Beispiel, wir brauchen oder ihr möchtet vielleicht den USDT auf der Binance Chain, dann gebt ihr hier einfach ein USDT und ihr seht hier verschiedene Varianten, die möglich sind, aber wir brauchen den allerersten hier, nämlich diesen. Den klicken wir an, bestätigen mit weiter. Wir sagen importieren. Und da ist er schon angezeigt. Wir gehen zurück und Token werden geladen. Und seht ihr, jetzt haben wir hier den Tether USD oder eben USDT. Erkennbar oben an diesem kleinen gelben Binance Chain-Symbol. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr den in anderen Wallets sucht, also auf Exodus findet ihr den, bei Bybit findet ihr den, wenn ihr da zum Beispiel in der Kombination mit der Kreditkarte arbeiten möchtet. Also alles ist hier ganz wichtig, eben immer auf dieses Zeichen zu achten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nämlich wir wollen einen externen Token hinzuaddieren. Also in dem Falle jetzt, weil dieses Video erstelle ich jetzt im Zusammenhang mit Trade for 5, wir wollen den Trade for 5 Token addieren. Und ich habe euch ja dazu bereits in der offiziellen deutschen Gruppe gestern die Token-Adresse geliefert. Denn hier können wir jetzt, wenn wir sagen Token importieren, ich mache das mal. Wenn wir jetzt hier eingeben würden T for 5 und den suchen lassen wollen, dann kann ich hier nicht anklicken, weil den kennt er nicht, weil er noch nicht offiziell und noch nicht freigeschaltet ist zum Beispiel. So, das heißt, ich kann diesen Token also nur über den Weg eines benutzerdefinierten Tokens integrieren, hinzufügen. Und dazu, wie gesagt, benötigen wir die Token-Adresse des Tokens, die Vertragsadresse, mit der der Token auf der Binance Chain gespeichert ist. Die habe ich mir jetzt mal aus unserem Chat herauskopiert und füge sie hier ein. So,
Das ist die Adresse. Ich gehe noch mal kurz in den Anfang zurück, um zu schauen, ob er das auch alles genommen hat. 0. Nee, das ist noch nicht der Anfang. Na komm. Da, 0x, jawohl, alles klar. So, und hier sagt er jetzt auch schon, da unten sehen wir schon blass drin, T45F, also Trade for 5 F-Token, also der Vorab-Token, 18 Dezimalstellen, alles gut. Hier sage ich weiter und ich sage importieren. So, da ist er. Natürlich, Anzahl ist 0. Ich gehe zurück in meinen Account. Arbeitet jetzt gerade ein bisschen langsam. So, Token werden geladen. Und ihr seht, wir haben BNB ist vorgegeben bei der Binance Chain. Wir haben den Tether USD geladen. Wir haben den T45F geladen. Dort ist er. Und wenn ihr jetzt den Token oder Token-Pakete gekauft habt bei Trade for 5, dann werden die erworbenen Token jeden Freitag automatisch hier in euren MetaMask-Account, nämlich diesen hier, den könnt ihr rauskopieren und in den persönlichen Einstellungen auf Trade for 5 könnt ihr dann diese Wallet-Adresse einfügen und dann werden die Token jeden Freitag automatisch hier in euer Wallet transferiert und dann seht ihr sie hier unten. Momentan stehen da jetzt logischerweise 0, aber dann kommen hier die Zahl eurer Token hin. Und hier, wenn ihr mehrmals Token kauft, dann passiert das jeden Freitag. Das ist also schon alles, was ihr machen müsst. Und natürlich könnt ihr jetzt hier über Kaufen könnt und auch Verkaufen könnt ihr zum Beispiel USDT Tether kaufen oder BNB kaufen. Das ist alles direkt über MetaMask abwickelbar. Selbstverständlich auch über externe Anbieter. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.